fuck, Mann. Ich hab nur ein pissliges Messer, was soll ich denn damit? Ernsthaft, was soll ich mit dem Messer? Alter. Soll ich damit Kuchen schneiden oder was? Oh Gott. Klar, als Deputy, ne? Klar, sicher. Gibt da natürlich... Ach, ich dachte, ich kann mir vielleicht Kraut abschneiden oder so zum Heilen. Klar, natürlich. Als Polizist hätte ich dem auch nicht die Knarre geben, klar. Aber warum hat er ihm nicht einfach den Arm gezeigt? Er hat gesagt, guck mal hier, die haben mir den Arm angetackert. Meinen Sie, ich würde mir selber den Arm antackern? Das hätte ich zu dem gesagt. Ich speichere nochmal eben. Genau das hätte ich zu dem gesagt. Ich sage, meinen Sie wirklich, ich würde bei klarem Verstand mir einfach den Arm antackern? Hallo, ich bin doch... Oh Gott, da gibt er mir ein Messer. Ich fasse es nicht. Gott, ey. Und ich weiß jetzt schon, was kommt. Ich gehe zu einer Schießerei mit dem Messer, 100%. Das weiß ich genau. Warte mal, kann ich mit dem... Okay, komm, wir gehen in die Garage. Ich druck's nur drumrum, ihr wisst es genau. Ihr wisst es genau. So. Hallo. Ja, klar. Das kann er nicht mit bloßen Händen abmachen, das Klebeband. Hier. Hier oben an der Stirn. Ich weiß ja, ob man sehen kann. Natürlich. Hast du jetzt gesehen, wie er es abgeschnitten hat? Und jetzt ist das Klebeband weg. Wie von Geisterhand, natürlich. Oh Gott. Okay, man soll solche Sachen natürlich nicht hinterfragen. Guck mal, da ist mein Auto. Freiheit. Freiheit. Hey, wir müssen hier raus, verdammt. Die Kiste hat sie... Erzählen Sie mir, was Sie hier draußen so spät alleine machen. Ich? Was ist mit Ihnen? Das ist mein Job. Machen ja, schön. Sie Ihren Job und antworten. Antworten Sie. Alleine? Sie würden mir nicht glauben, wenn ich es Ihnen erzähle. Ach, ja? Das Garagentor geht zu. Hey, das Tor! Stopp! Das Tor! Das Tor! Was ist das für ein Schlüssel? Ich hab irgendeinen Schlüssel. Ich hab keine Ahnung. Scheiße, ich werde jeden einzelnen... Alter, ich hab den Schlüssel. Fahr los! Alter, fahr los! Schreck aus! Oh Mist! Ja, ne? Fuck, Mann! Alter! Scheiße! Nein, 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 wer läuft denn da? Ich muss aussteigen. Fuck. Alter! Der Garagenvorfall! Der ist tot. Nein, ich steche nochmal. Der Polizist hat eine... What? Warte mal, da liegt was da. Ernsthaft? Junge, schau, was du angestellt hast! Was? Wie kann der leben? Der war am Brennen. Steh auf. Steh auf. Steh auf. Steh auf. Steh auf. Der lebt doch noch. 100%ig lebt er noch. Ich guck mich mal eben um wegen... Okay, geht's rauf? 100%ig, der lebt noch. Da wette ich mit. Alter. Chemikalien? Warte, 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 warte. Okay. Okay, 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 okay.
Entschuldigung. Das musste einfach sein. Da ist mir die Kugel, das ist mir die Kugel wert, definitiv. Kann ich hier, wieso kann ich hier, also. Der Kugel. Deine Aufmerksamkeit, Junge. Du wirst gleich was Wunderbares sehen. Scheiße! Du wirst gleich was Wunderbares sehen. Was denn? Oh, Entschuldigung. Er hat sich auf jeden Fall selbst erschossen, weil er ganz genau weiß, dass er wahrscheinlich wiederbelebt wird oder beziehungsweise sich heilen kann oder so, keine Ahnung. Alter, weil das hätte er doch bestimmt nicht gemacht, ne? Flinten, oh Gott, Flintenmunition. Es ist arschdunkel hier. Er liegt auf jeden Fall da noch. Was ist das denn? Ja. Ochsenstatue. Ah, das brauchen wir für die Tür. Geil. Cool. Okay, einmal sind wir schon gestorben. Ist er weg? Er liegt da noch. Was? Alter, was eine riesen Garage die einfach haben. Was für ein Anwesen muss das sein? Das ist bestimmt eine Ranch. Schade, ich würde den Schrank auf den drauf werfen. Ich hätte den so zerstückelt. Ne, das glaubt ihr gar nicht. Ich hätte den so zerstückelt. Ich hätte in 1000 Stücke geschnitten mit irgendeinem. Die Frage ist jetzt, macht das Sinn jetzt zu drücken oder nicht? Weil er liegt ja da, ne? Komm, scheiß was drauf. Garage. Ich weiß, wo wir hin müssen. Ich weiß auch, wo wir speichern können. Freunde. Freunde, ich fühle mich definitiv sicherer mit einer Knarre bewaffnet. Und mit einem Speicherpunkt. Alter. Aber der wird wiederkommen, definitiv. Also ich kann mir vorstellen, der wird hundertprozentig wiederkommen, weil das wäre zu einfach, wenn der jetzt einfach tot wäre. Es ist. Boah, wie der hier durch die Dings kam, ne? Durch die Wand, ne? Boah. Warte mal, was passiert eigentlich, wenn ich hier auf die Dinger schieße? Nur mal testweise. Ach, gar nichts, okay. Ja, hätte ja sein können. Ich weiß, ich habe Munition verbraten, ist mir egal. Warte. Ach du heiliger Strohsack. Alter, wie riesig ist denn bitte das Gebäude? Du willst mir nicht erzählen, dass das immer noch das Anfangsgebäude ist. So sah das nie im Leben von draußen aus. Ah, hab ich mich jetzt erschrocken, das ist ja der Ventilator, oh Gott. Oh Gott. Warte mal. Schieß auf mich, schieß auf mich. Ja, ich hab doch... Hä? Warte mal, ihr habt doch gerade auf den geschossen? Aha, also doch. Also doch. Das sind wahrscheinlich so Collectibles oder so. Kraut. Wir können wieder kombinieren. Viermal... Schießpulver. Eine antike Münze. Ah, das Bild ist wieder allerliebst. Ja, natürlich klingelt das Telefon. Warum auch nicht? Aber das Telefon kann mir jetzt mal egal sein. Ich gucke mich jetzt erstmal um. Was ist das hier?
Da brauchen wir. Sieht aus wie drei. Was? Dreiköpfige Hunde aus, aber die Körper fehlen. Okay. Körperklaus. Achso, die Uhr haben wir ja auch noch nicht. Ah, warte mal, guck mal, Uhrenpendel. Ich weiß, wo wir hin müssen. Oh Gott. Oh, bitte, liebe Entwickler von Resident Evil, bitte nicht wie im ersten Teil von. Das Telefon hat aufgehört zu klingeln. Die Oma sitzt da oben. Alter, die Oma sitzt da oben. Wie gruselig. Hallo Oma. Oma. Erstens, das Telefon hat aufgehört zu klingen. Und zweitens, bitte nicht, liebe Resident Evil Entwickler, bitte nicht so eine Riesenspinne wie im ersten Teil. Bitte keine Spinnen. Bitte, ich... Was hier? 7.7.91. Was? Argleck. Müsst, okay. Akliberge, 7. Juli 1991, hab ich ja gesagt. Aha, ein hübsches Bild. Wir haben das Pendel. Ich würde gerne mal gucken, ob wir das einsetzen können. Ich frage mich, ob wir gegen die anderen. Ob wir gegen die anderen auch kämpfen werden, also den Bruder. Den anderen Sohn, den Sohn und halt die Frau. Also die Frau glaube ich schon, aber den Sohn weiß ich nicht. Aber wie kam auf einmal der Baker hier rein, wie der Sohn vor der Tür stand? Das frage ich mich immer noch. Boah, wie gruselig, dass die Oma da oben auf dem Balkon da steht. Das ist so, oder sitzt. Die blinde Oma. So, warte. Macht ja überhaupt keinen Krach, ne? Wenn ich das mal so sagen darf. Habe ich denn noch den Pendel? Ne, das Pendel habe ich nicht mehr. Ah, fuck. Jetzt wird schon wieder so knapp im Inventar. Ich werde mal den Hundekopf ablegen. Safe. Quasi so Safe-Raum-mäßig. Hey, ist doch die Safe-Raum. Kann das sein? Ist doch die Safe-Raum-Musik, ne? Ist das die vom ersten Teil? Ich glaube, das ist die Safe-Raum-Musik aus dem ersten Teil. Voll geil. So, was haben wir hier? Schrotflint-Munition lege ich mal weg. Arznei lege ich mal weg. Kann ich das irgendwie aufteilen? Nee, ne? Ich nehme mal nur eine Arznei mit. Das reicht ja erstmal. Dann haben wir drei in der Dings. Ich speichere nochmal. Dann haben wir nämlich drei in Reserve, falls wir noch was brauchen. Ein reicht ja erstmal vollkommen. Falls wir angegriffen werden, können wir uns heilen und dann nochmal wegrennen. Alter Schwede. Ich fühle mich wesentlich sicherer mit einer Waffe hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fühle mich nicht mehr so PT-mäßig, so alleingelassen ohne irgendwas oder Outlast-mäßig, so ohne was zu haben. Da habe ich irgendwas draußen gehört. Ich weiß nicht, was es war. Keine Ahnung. Es ist schon wieder so still. Guck mal, hier sind alles so komische Türen. Da oben ist eine Tür. Da. Gott. Ich gehe nochmal am Telefon. Ich weiß, klingelt nicht, aber egal. Komm, probier mal aus. Hallo? War bestimmt Zoe dran. Zoe? Zoe? Welcome to the family, son. Okay, mit der Uhr können wir nichts machen. Was hier? In 2 Jahren mehr als 20 Personen vermisst. Captain Hollow von der Staatspolizei erklärte gegenüber Journalisten, dass eine Suche nach Helen Midkiff, auch ein toller Name, eingeleitet wurde. Eine College-Studentin aus Nord Carolina, die durch Louisiana reiste. Von Mrs. Kiff fehlt seit der Nacht des 21. jede Spur. Berichten von vermissten Personen haben in den letzten 2 Jahren in Louisiana dramatisch zugenommen. Ein Großteil dieser Personen sind Touristen und nicht sesshafte.
Man geht von bis dato mindestens 20 Personen aus, die unauffindbar sind. Die Personen vermutet in einem, was? Die Polizei vermutet in einem kriminellen Hintergrund und einem Zusammenhang der Vorfälle. Sie plant, mehrere Befragungen von Anwohnern durchzuführen, sowie die Zahl der Ermittler aufzustocken. Alyssa Ashcroft, 19. Januar 2016. Also vor einer Woche circa. Oh, ein Projekträtsel. Sieht zumindest danach aus. Hier ist ein Projektor. Werfen wir einen Schatten? Nein. Wir sind ein Geist. Okay. Ehrlichen Hut. Ein bezauberndes Bild, möchte ich mal sagen. Jäger der Lüfte. Das Gemälde... Was steht da? Ja, nimm mal die Knarre weg. Das Gemälde zeigt einen Hund, der bellend aufschaut. Ah, guck mal, ein Vogel. Hier kann ich irgendwas... Hier kann ich irgendwas hinstellen. Wahrscheinlich. Aber ich habe dafür nichts. Ah, ich habe ja noch das bezaubernde Messer. Wow. Wie gruselig, dass man weiß, dass die Oma da oben sitzt. Oh, Chemikalien, cool. Das ist mir alles viel zu ruhig, muss ich ganz ehrlich gestehen hier gerade. Das ist mir alles viel zu ruhig. Ja, natürlich. Jetzt klingelt das Telefon. Ernsthaft? Warum jetzt? Zoe, bist du es? Zoe? Hat mein Daddy es dir schwer gemacht? Das ist dein Vater? Das war er mal. Es tut mir leid, aber er ist jetzt tot. Du bekommst es vielleicht sogar hin. Was? Was hinbekommen? Du musst was für mich tun, aber ich kann es jetzt nicht erklären. Du brauchst vielleicht irgendwelche Schlüssel, aber du musst einen Weg aus dem Haus finden. Okay. Ich melde mich wieder. Also sie scheint uns wirklich zu helfen. Sie scheint die Tochter zu sein von dem Baker. Die Frage ist, also sie sagt ja, sie ist auf dem Dachboden. Die Frage ist sie auch eine von denjenigen, die sie verwandelt oder eher nicht? Weil sie klingt so glaubwürdig. Also sie sagt sowas wie, du könntest es sogar schaffen, ihn zu töten. Weil er meinte, oh, das Gewehr. Das ist eine Falle. Ich wette damit, das ist eine Falle. Ja, ganz bestimmt nicht. Es gab im Resident Evil immer Fallen für die Leute, die es kennen, die wissen ganz genau, wovon ich rede. Kennt ihr euch noch dran in Sinn? Die Falle mit der fahrbaren Decke aus dem ersten Teil, wo auf einmal die Decke runtergefahren kommt? Ja. Genau daran denke ich gerade. Die Oma ist so geil. Die Oma ist so geil. Ist das vielleicht Zoe? Evelyn, 2. Mai 2014. Okay, also es ist Evelyn. Unten waren Skorpione, hier sind Schlangen an der Tür. Oh Gott, ich habe ganz schlimme Befürchtungen. Ich habe ganz, ganz schlimme Befürchtungen. Was? I have heard less... Okay, Honor Ring... Kobold... Martin Foto, aha. Ach, they kill him. Das war vorhin das, was wir gesehen haben. They kill him. Wie geil die Oma da einfach sitzt. Was für ein Riesengebäude das ist. Mal gucken, ob die Oma was zu sagen hat. Also die scheint wirklich blind zu sein, aber... Alter, die ist so creepy, ne, die Oma. Die springt uns bestimmt gleich an, ich weiß es genau. Ich kann auch nicht auf der zielen. Also nimmt er sofort die Waffe weg. Die guckt uns sogar an, guck mal. Oh Gott, wie gruselig. Bleib bloß da sitzen. Oh nein. Freunde. Vielleicht ist es... Was? Vielleicht ist es das Hobby?
vom Baker. Ach, des Vaters. Das Hobby des Vaters. Ja, das kann gut sein. Wenn er sonst keine Hobbys hat, außer Menschen. Außer Menschen zu essen. Das ist ein tolles Hobby. Hier sind auch schon wieder Schlangen dran. Okay, mehrere verschlossene Türen. Das ist gut. Meiner Meinung nach. Boah, wie das aussieht, ne? Oh, guck mal, da unten steht er. Wer ist das denn? Ist es die geile Alte? Das ist die geile Alte mit der Stimme, die ich so feiere. Guck mal, die Laterne in der Hand. Ins was? Mein Mann hat die Freunde ins? Oh Gott. Oh Gott. Ich hoffe, die Alte bleibt da unten. Warte mal. Okay. Okay. Pistolenmunition. Kriegen wir nicht auf, brauchen wir Dietrich für. Okay. Freunde, wo ist die mit der Lampe? Die ist verschwunden, ne? War klar. Warte, ich probiere die andere Tür aus. Die geht sogar offen. Oh, was ist das denn? Alter, was ist das denn hier? Wo bin ich denn hier? Von der Partyraum, alter Billardtisch. So, Margaret, bring den Hippie-Misskerl, den wir gefangen haben, von der Halle zum Verarbeitungsbereich. Oh. Alter, bin ich mich jetzt erschrocken. Warte mal. Was? Vermutlich hat die Familie ihn selbst ausgestopft. Ja, glaube ich auch. Ach, guck mal an. Ah, die kann ich auch zerschlagen. Da brauche ich keine Munition verwenden. Das ist schon mal geil. Hallo. Da ist eine Flinte in dem Raum. Ja, es wäre schön, wenn ich da reinkommen könnte. Warte mal. Aha, das kann ich nicht aufbrechen. Lala. Eine Runde Poolbillard wäre jetzt geil. La 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 la. Oh nein, ich sehe schon wieder... Achso, jetzt sind wir hier. Achso, okay. Mia. Ein Video von Mia. Oh Gott. Ich glaube, wir werden jetzt gleich erst einmal ein neues Videotape sehen. Oder spielen, wie auch immer. Und ich habe eine ganz schöne Befürchtung. Ein blauer Hundekopf. Yeah. Wir haben zwei Hundeköpfe. Zweiter Oktober. Warte mal, ich muss mal eben so machen. So wie ich gerade. 2. Oktober. Der Wetterbericht sagt, wir müssen mit einem Sturm rechnen. Nach dem letzten Sturm vor ein paar Jahren hatte ich mit den Aufräumarbeiten alle Hände voll zu tun. Ich schätze, ich sollte die Fenster verstärken und das Dach schützen. Vielleicht lasse ich mir von Lukas helfen. 9. Oktober. Das Wasser ist endlich zurückgegangen. Das Haupthaus ist in Ordnung, aber das alte Haus wurde schwer beschädigt. Lukas macht Anstalten wegen eines großen Schiffs, das im Bayou gestrandet sein soll. Wenn das wahr ist, sollte ich besser der Gemeinde Bescheid geben. Ich werde es mir morgen mal ansehen. Da waren die wahrscheinlich noch normal gewesen. Klingt förmlich so. Ich frage mich, was ich mit dem Schießpulver machen kann. Oh Gott, Freunde. Ich werde heute nicht alt. Oh, Alter, eine fleißige Dartrunde jetzt erstmal. Hübsches Kissen. Ja gut, komm, dann bringen wir es hinter uns. Komm. Leute, bringen wir es hinter uns, dann haben wir es. Komm.
Ethan, please watch this, Mia, okay? Mia Winter, Old House. Also gibt es ein altes Anwesen, ein neues Anwesen. Das alte Anwesen ist bestimmt das, was wir kennen aus der Demo. Und das neue Anwesen ist das, wo wir jetzt gerade sind, wahrscheinlich. Deswegen. Oh Gott. Oh. Ja. Freunde, ich, Ethan, ja? Wenn du dies findest, ich weiß, ich kann von dir wirklich nichts erwarten. Nicht nach dem, was passiert ist, was ich getan habe. Aber ich will, dass du weißt, das war nicht ich. Ich weiß nicht, was passiert ist. Es gibt so viel, das du wissen musst. Da bist du ja! Du hast uns einen Schreck eingejagt, junge Lady. Oh nein. Oh nein, oh nein. Das passt mir. Ich soll mich nicht wieder erwischen lassen. Das passt mir jetzt gerade gar nicht. Mein Controller ist. Die Alte kommt. Ich hasse Puppen. Mein Controller ist fast leer. Scheiße, das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Die hat nichts im Inventar. Alter, wo bin ich hier? Hier drüben, Mami. Alter, jetzt komm mir nicht noch an mit so einem Scheiß, mit so einem Kind oder so. Oh Gott, da kann ich jetzt gar nicht. Was? Freunde, wie sieht's denn hier aus? Also die Fernsehindustrie lief damals ja ganz gut. Was ist denn? Sieht aus, als ob da einer rausguckt. Ich hab die Schnauze voll davon. Die Schnauze voll von Mist. Ich muss mich verstecken. Ich muss mich verstecken. Warum tust du mir das an? Was habe ich getan, dass ich das verdiene? Außer dich in mein Heim zu lassen und dich zu verpflegen. Ich begreife dich überhaupt nicht. Dies ist eine Gabe. Oh, was ist das denn? Kann ich nicht. Die kommt, 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 die kommt. Was ist das denn? Was ist das denn? Ich habe irgendwas aufgesammelt, ich weiß nicht, was es ist. Ein Flammenwerfer. Alter, nimm den mit. Ja, du bist schön genug. Alter, die ist so fertig, die Alte. Alter, die ist so fertig, die Alte. Geh weg. Geh weg. War ich nicht. War ich nicht. Nein, nein, komm nicht. Nein, 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 nein. Nein, war ich nicht. War ich nicht. War ich nicht. Geh weg. Geh weg, war ich nicht. Was mache ich denn jetzt? Nein, 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 geh rein, geh rein, geh wieder rein. Ist nicht die richtige Zeit dafür. Was für eine Zeit? Was für eine Zeit?
nicht rein. Scheiße, fuck. Fuck. Mit den Überresten düngen, ja, super. Ist doch mal eine Alternative zum Sterben. Wir öffnen unser Zuhause. Wir öffnen unsere Herzen. Und was machst du? Geh weiter. Geht ihr jetzt wieder zurück, oder was? Was? Steuerung? Drehen? Okay. Ach du heiliger Strohsack. Ach du Scheiße. Warte mal. Ah, warte mal. Oh nein, eine Spinne. Oh nein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wo war denn dieser Flammenwerfer? Kann ich den nicht aufnehmen? Für die alte? So kann ich hier mir nur angucken. Ist ja voll dumm. Ist hier was am Liegen? Ich schau mal eben. Boah, es ist... Alter, es ist dunkel. Alter, wie riesig das ist. Boah, krass. Mal gucken, ob die wieder hier drin ist. Alter, wo bin ich denn hier? Oh Gott. Oh Gott, fürchterlich. Oh nein, bitte nicht. Bitte keine Spinnen. Geh einfach weiter. Einfach weitergehen. Okay, das Spiel speichert. Sie liebt dich. Sie will, dass wir eine Familie sind, verdammt nochmal. Du! Alles, was du tun musst, ist, ihre verdammte Gabe anzunehmen. Redet ihr von der Kleinen? Ich bin nicht hier. Wir lieben dich. Warum siehst du das nicht? Nimm uns an. Wir wissen, dass wir einiges nicht wissen. Und du passt verdammt doch mal nicht auf. Denkst du, die kleine Evi wird sich deine Scheiße ewig gefallen lassen? Miststück? Ich bin es leid, deine Spielchen zu spielen. Hörst du mich? Entschuldigung.